Ja, und da sind wir auch schon wieder, meine lieben Freunde. Beim Rennen in Singapur war das, glaube ich, ne? Genau. Ne, Shanghai. Singapur ist ja der Nachtzirkus. Zirkus-Dings. Nachtrennen. Rennstrategie, wir wollen gerne auch. Ich möchte gerne auf den harten anfangen. Und zwar Dormit. Dann weich, wunderbar. 14 Runden. Das heißt, ja, erster Stop machen wir in der 8. Runde. Ist schon richtig. Normal ist okay. Rennen bei Regenwahrscheinlichkeit ist 0%. Ingenieur, hat er noch irgendwas Schlaues zu sagen? Nee, hat er nicht. Ansonsten, schnell beschleunigen. Ich will die Zeit, ich will die Session beschleunigen. Nein. So, Vettel ist erster. Okay. Gut. Dann auf die Strecke. So, wir müssen uns beeilen, weil ich habe nur noch 110 GB frei. Und wenn das... Naja gut, ich denke mal, so lange sollte ich nicht brauchen. Da müsst ihr dann eine Stunde oder so aufnehmen. Und so lange brauche ich, glaube ich, nicht zum Rennen fahren. Naja, was soll it? Da stehen... Ne, ist das die Rester? Ne, das war ich. Das ist die Rester. So, Digga, direkt mal ein bisschen Gas geben. Versuchen irgendwie im Windschatten. So. Da kommt was von hinten. Schumi kommt auch von hinten nochmal. Na, gibt's Strafe für mich? Ja. War so klar. So, fangen wir gleich mal da an. Da habe ich auch schon verkackt. Hier habe ich ihn, glaube ich, gedreht und ich mich selbst natürlich dadurch auch. Also wollt ihr alle von mir... Ah, Hilfe! Irgendwie habe ich gerade Probleme gehabt. Ja, bin schon zurückgefallen. Ah. Wieso? Das brauche ich immer. In jedem Rennen brauche ich eine Beschädigung am Auto. Letztes Mal hatte ich auch eine Beschädigung am Auto, ja. So, komm. Den muss ich doch kriegen. Na, die haben jetzt leider auch Kers da vorne noch. Ich ja nicht mehr. Und die wahrscheinlich schon. Perez. Ah, Amerikaner. Momentan bin ich Position 8. Jo, das ist gut. Ist ja meine Zielposition. Beziehungsweise ich soll ja da. Mann, Leute, könnt ihr mal vor mir bleiben? Mann, die ziehen jetzt davon. Weil ich nicht bei denen im Windschatten fahren kann. Ey, Alonso. Hast du Probleme? Schön außen überholen. Ja, wunderschön. Alter, war das gut. Oh, das hat einen Zucker, ey. Meine Güte. So. So, gut. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie weit der Windschatten gut hält. Uah, Hilfe. Natürlich so dicht es geht, muss ich sein. Aber das war jetzt schlecht. Viel zu spät gebremst. Aber was soll's. Sagen wir es so, ich will jetzt gerne in die Punkte und das Beste und am besten, also vor dem Teamkollegen, ist natürlich auch immer mein Herzenswunsch. Besonders, weil das halt mehr bringt dann auch. Wow. Fuck. Ah. So, ab gleich, also ab der nächsten Runde gibt es ja auch DRS.
Jetzt wird wahrscheinlich Alonso an mir vorbeiziehen. Ja, war klar. Dann soll der auch vor mir einscheren. Ach, das war wieder schlecht. Da muss ich durchbremsen. Und dann dafür dann halt später und nicht nur so ein leichtes Angepisse. Die Kurve, eben habe ich die Kurve besser genommen. Verdammt! So. Ausgezeichnet. Die Kurve kriege ich ganz gut. Ja. Was mir hier ein bisschen so fehlt, sind so Kommentatoren. Ja. Laber mir nicht voll. Bei... Ach ja, natürlich. Ich habe ja auch harte Reifen. Natürlich. Das ist ja ganz klar, dass wir jetzt auch alle schneller sind. Da habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja die... unsere Taktik ein wenig umgestellt. Verdammt. Ah, er zieht so davon, Alter. Ey, da kürzt ab, der Penner. Hast du das nicht gesehen? Du Arsch. Fuck. War ich nicht... Ey, das war doch locker. Ja, ich bin ja gar nicht so weit hinten. Habe ich ganz vergessen. Ich dachte wieder, ich wäre ganz weit hinten. Und da habe ich gefragt, was macht Button denn schon wieder hier so weit hinten, ey? Wer ist eigentlich gerade Erster? Das würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, Kommentatoren fehlen mir hier ein bisschen. Bei Formula One Championship Edition für die PlayStation 3. Das gibt es auch nur für die PS3. Da gab es auch Kommentatoren. Ich weiß gar nicht, wen es da gab. Wie die hießen. Auf jeden Fall, ich glaube, war das Niki Lauda? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die da auch immer nach den... haben die da immer noch ein bisschen was gesagt, so. Platzierungen. Ah, fuck it. Ah. Ja, die Typen haben ja natürlich auch alle DRS aktiviert. Im Gegensatz zu mir. Boah. Ich hatte gar kein DRS, deswegen, naja. Habe ich einen Schaden? Nö, habe ich nicht. Gut. So. Im Augenblick. Huch. Ja, in dieser Kurve kann ich gut versuchen, die Leute einzuholen. Allerdings, ja. Es ist auch so ziemlich die einzige Kurve, in der ich das kann. Ansonsten sind die eigentlich überall schneller. Oh, besonders, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie die da eigentlich so schnell durchkommen. Ich gebe da Gas und selbst wenn ich Gas wegnehme, fliege ich trotzdem raus. Oder beziehungsweise komme ich sehr weit raus aus der Kurve. Und das ist ein bisschen doof. So.
Ja, DRS habe ich nicht. Wunderbar. Oh, doch habe ich. Cool. Ah, danke zum... Alter, ohne Scheiß, ne? Nee, ich fahr... Gut, dann fahre ich halt rein. Obwohl, kann ich nicht... Ah, Mist, ich glaube, ich habe jetzt zu lange... Ja, aber klar. Okay. Fuck. Reifen auf die Weiche. So. Dann macht mal. Dann ziehe ich den vor, dann... Das muss dann halt sein, ne? Muss ich nur versuchen, auf die Reifen aufzupassen. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Straße. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Ja, ja. Habe ich doch schon längst. So, jetzt bin ich 18. Aber... So. Ja, ja. Kein Problem. Kann ich mit leben. Ich habe ja meinen Boxenstopp jetzt, bin jetzt auf weichen Reifen. Das heißt, ich bin schneller und kann vielleicht noch nach vorne kommen. Wenn nicht, breche ich das Rennen ab und ja, fange neu an. Ein paar heißt was. Oh Mann, ich muss mich auf die Strecke konzentrieren, verdammt. Mein Gott. Penis. So, und jetzt sieht man mal wieder, hinter mir Megaloch, vor mir Megaloch. Ich bin so ziemlich im, keine Ahnung, im Arsch, sag ich mal. So, da fahren sie alle rein, die kann ich mit Glück alle noch überholen. Aber eben auch nur mit Glück. Ich habe überhaupt kein DRS aktiviert. Benutzt. KERS, meine ich natürlich. DRS kann ich ja gar nicht aktivieren. Ach, drei Plätze. Aber der fährt ja eh gleich rein, deswegen. Alle, die vor mir sind, müssen ja noch rein. Oder fast alle, denke ich, ne? Ich kann ja... Mann! Ich wollte Renndirektor, ich wollte gucken. Box, ne. Okay, Webber und Maldonado waren schon drin. Das heißt, Maldonado muss ich am besten noch einholen. Webber, den hole ich eh nicht ein. Im Rennen. Wer ist, jemand in der Box? Nö, im Moment. Ach, ausgeschieden. Vettel ist ausgeschieden. Was? Okay. Ach, natürlich, das ist ja auch noch ein... Mein Vorteil, ich habe ja mit den mit den harten angefangen. So. Hilfe, so. Ja, wie gesagt, das ist auch noch ganz praktisch. Ich bin ja mit harten Reifen gestartet. Dementsprechend fahre ich halt jetzt auf weichen Reifen und ja, kann möglicherweise ein bisschen besser angreifen. Oder beziehungsweise mich von den anderen Leuten absetzen, wie zum Beispiel jetzt Button hinter mir. Was? Das hält mich auf? Wie das denn? Der ist Kilometer weit weg. Na, Kilometer nicht, aber... Der ist ziemlich weit weg. Ich bin nicht mal eine Sekunde dran und der hält mich auf. Okay, na dann. Ah ja. So, der vorne hier, der Kollege...
Perez. Ich muss natürlich nur hoffen, dass meine Reifen auch wirklich ausreichen, also dass die halten. Weil dadurch, dass ich natürlich ein paar Runden, ich bin ja glaube ich 2 Runden oder so, zu früh reingefahren. Beziehungsweise ich bin in der 5. Runde, dann kam ich auf die 6. Und ich war eigentlich... Ich weiß nicht mal, ob ich das irgendwie einstellen kann. Ich meine, das Einzige, was ich machen kann, ist DRS und KERS. Oh, DRS kann ich sogar. Wow. Hätte ich nicht erwartet eigentlich. Das ist Grosjean vor mir. Ich fahre nochmals. Das gibt's doch gar nicht, ey. Okay, fangen wir hier an. DRS ist aktiviert, wunderbar. Da muss ich ein bisschen früher anfangen zu bremsen, also hier so. Wow, das war noch ziemlich knapp. Jetzt hänge ich hier hinter Maldonado. Das ist sehr schön eigentlich. Grosjean, du musst doch noch rein. Musst du nicht noch rein? Ne, Grosjean muss nicht rein. Ach so, gut. Ja, die fahren hier viel schneller rein als ich, dafür fahre ich die Kurve schneller. Das ist so mein Vorteil. Habe ich das Gefühl, dass ich die schneller fahre, weil immerhin, ich habe den überholt wieder. So, Maldonado kann ich mit Glück hier überholen. Ha, du Lappen. Ihn schön ausgebremst. Ja, das freut mich. Freut mich echt, weil ich, als ich im letzten Rennen so mega abgekackt habe, Nee, ich wollte eigentlich gar nicht auf Start drücken, ich wollte eigentlich auf Start drücken, um den Renndirektor anzuschauen. Okay, Hamilton und... Ach, ich bin Dritter. So, weil da, meine Güte, dann habe ich halt mal eben ein bisschen Zeit auf den... habe ich halt ein bisschen Vorsprung verloren, aber ich denke mal, eine Sekunde dürfte das noch sein. Hoffe ich. Ja, denke ich mal, das war eine Sekunde. Ah, das war nicht gut, das war richtig schlecht. Ah, Mann. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ja, super, wenn ich so scheiße fahre. Ich achte einfach dann immer zu wenig auf die Strecke, aufs Rennen. Ich gucke immer unten auf das Ding, wie weit die weg sind und alles, aber das ist so schlecht dann immer. Peng, peng. Das Geschalte immer. So, wie man sieht, da ziehe ich mir richtig viel, da habe ich immer einen richtigen Abstand, so. Oh Mann, ey, wenn ich mich jetzt irgendwie drehe oder so, oder einen riesen Fehler baue, alles klar. So, deswegen habe ich auch eben das behalten, also eben keine Dings gemacht, keine Wiederholung. Normalerweise hätte ich da wahrscheinlich dann irgendwie Wiederholung oder sowas gemacht, sofort Wiederholung oder so, ne? Rückblende. Hier war das ja eben, genau wie eben mit dem anderen, da dachte ich auch schon daran, ja okay. Soll er versuchen.
Ich bin auf weichen Reifen, das heißt, der kann mich mal. So. Man sieht auch, ich hole auch ziemlich Vorsprung raus. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Sehr gut. So. So, Hamilton ist momentan Erster. Webber vor mir, das ist mir aber auch relativ egal. 5 Sekunden. Hinter mir, da ist es mir wichtiger. 3 Sekunden, okay. So, meine Zeit Rausholkurve, Kurven. So. Mal schauen, ob ich da auch Zeit rausgeholt habe. Also nach vorne auf jeden Fall nicht. Und nach hinten auch nicht wirklich. Also schön. Egal. Ist nicht so wichtig. Sofern ich einfach nur jetzt konstante Rundenzeiten fahre, ist alles wunderbar. Dann bin ich auf dem dritten, kriege ordentlich Punkte, bin Podium. Und wäre natürlich auch vor Paul Di Resta, was? Ja. Naja, gut. DRS werde ich wohl nicht mehr in dem Rennen aktivieren können. Ich hoffe wirklich, dass meine Reifen das aushalten. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Wiederholungen ich habe noch. So, falls ich irgendwie einen Fehler mache. Aber eine werde ich noch haben. Oh, das ist... Der kommt nah, der kommt nah. Obwohl. Ich habe mich angespannt deswegen, weil das aussah, als wenn er so nah kommt. Gut. Naja, nach vorne hauen die einfach ab. So, 6 Sekunden, wunderbar. Ja und? Ich bin Dritter. Halt's Maul. Was ich ein bisschen schade finde an den ganzen Codemasters-Rennen Rennspielen allgemein. Also sie sind ja alle wunderbar. So Grid und Formel 1, das sind ja die ich kenne beide. Sind auch sind richtig cool und so, aber diese Wiederholung, die finde ich manchmal ein bisschen schade, weil man da nicht aus der Sicht von jedem, den man möchte. So zum Beispiel, ich fahre jetzt hier ein Rennen, das ist ein recht einsames Rennen, aber mich würde auch halt interessieren, warum oder wann oder wie ist Vettel rausgeflogen? Der ist ja in dem Rennen rausgeflogen. Wie ist er denn rausgeflogen? Das würde mich interessieren. So, und das kann ich halt nicht sehen, wenn ich nur mich sehe, weil mein Rennen habe ich gesehen. Ich saß immerhin im Auto. Und das ist ein bisschen blöd. Das war ist auch bei Grid so gewesen. Und ja. Da war es halt auch bei Grid war das manchmal so, da ist man da, da sind wir dann 24 Stunden von Le Mans gefahren. Natürlich falsch rum. Und mit einem, ja, Auto, das vorne ziemlich flach war. Und dann nach hinten hochging. Also sozusagen wie eine Rampe. Und haben dann frontal jemanden gecrashed. So, und der ist natürlich auch kilometerweit geflogen. Also über uns rüber und ist dann geflogen. Und das hätte ich gern auch mal aus seiner Sicht gesehen. Weil sowas einfach witzig ist. Aber naja. Leider, leider. Gibt's da keine Option für. Vielleicht gibt's dafür eine Mod oder irgendwas, aber für die PS3 gibt's sowas eh nicht. Wird mich halt sehr freuen, wenn es sowas mal geben würde.
Das geht zum Beispiel Formel One Championship Edition. Ja. Naja, gut. Aber ist ja nicht so wild. Es ist einfach nur, es wäre schöner gewesen. So, Runde 13. Das heißt, gleich ist letzte Runde. Wunderbar. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich quatschen soll. Im Moment, das sollte aber eigentlich gegessen sein, hoffe ich. Dritter sollte ganz gut sein. Und es war relativ, und es ist eigentlich auch trotzdem relativ realistisch. Ach komm. Sofern ich jetzt nicht unbedingt mich überschlage und mir dabei das Genick breche und alles und so weiter und so fort und mir da deswegen, weil ich mir das Genick breche, beide oder alle meine restlichen Wiederholungen abgezogen werden, sollte ich es doch eigentlich schaffen. Ja, gut, ich denke mal, der Drops ist gelutscht. Sofern ich halt jetzt wirklich nicht so, ja, noch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch zwei. Ich kann ja noch eben mal schauen. Einfach nur, um mich zu vergewissern. Ja, zwei Stück habe ich noch. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt noch zwei riesen Fehler mache, oder drei eher gesagt, das heißt, dass ich mich hier jetzt einmal drehe, dann gleich in der großen Kurve nochmal, oder in der engen Kurve, und dann nochmal am in der letzten Kurve. So, jetzt kann ich schon eigentlich kaum noch verlieren, weil es nur noch zwei Kurven gibt. Hamilton ist gerade über die Ziellinie, so. Gut, das war jetzt nicht grandios, aber das war immerhin, ja, passabel, sagen wir mal so. Und da haben wir den dritten Platz. Yes! So. Resta ist 14. Wunderbar. Wert 8er oder besser erreicht. Wir sind immer... Oh, bin ich ans Mikro gekommen. Bin ich immerhin Dritter geworden. Podium. Relativ, relativ realistisch ist es auch. Und ja, ansonsten aufnehmen tut er noch. Das ist sehr gut. Jetzt Fahrer-WM bin ich nur noch Dritter. Nur noch. Ich meine, mit Sahara Force India F1 ist das auch nicht so schlecht. Paul Di Resta, ja, ja, ist halt da unten auf dem, wie viel war das? 16. Red Bull Racing, ja, Sahara ist jetzt, also Force India ist jetzt auf dem dritten. Schön. Und das ist das Rennen jetzt gerade. Wie das irgendwie da oben? Ach, Lewis Hamilton, naja, ja klar, Lewis Hamilton hat durch die 25 Punkte natürlich jetzt links gewonnen. Gut, dann drücke ich auf Fortsetzen. Und es war ein relativ schnelles Rennen mit 29 Minuten. So, jetzt kommt nämlich noch die Jubelei. Yeah, Bitches. Gut, das war das Rennen in Shanghai. Ich vergesse das immer, egal. Und wir sehen uns dann in der Vorbereitung, wenn ich das da durchlese alles. Bis dahin, tschaußen.